Und damit herzlich willkommen zurück in der Dunkelheit, in unseren Höhlen-Survival. Ja, beim letzten Mal haben wir uns die beste Ausrüstung im Spiel hergestellt, haben dafür 12.000 Endermen besiegen müssen. Und jetzt wollten wir endlich diesen Stronghold, dieses erbärmliche Lager hier verlassen und oben unser neues Dorf bauen. Und ja, wir werden es auf jeden Fall eine Decke bauen. Da ich nicht der beste Profi-Builder bin, sieht es wahrscheinlich am Schluss ganz anders aus, als ich es haben möchte, aber ich glaube, es wird ganz cool werden. Okay, für die Stone Farm brauchen wir ein paar Blöcke schon mal, dass es nicht so kacke aussieht. Okay, ich glaube, ich brauche erstmal ein paar temporäre Blöcke. Dann brauchen wir Lava, wir brauchen Wasser. Okay, wisst ihr was? Wir bauen das jetzt erstmal alles ein bisschen Pi mal Daumen. Hauptsache, es funktioniert jetzt erstmal, weil ich habe nicht so viele Steinblöcke gerade. Aber wird schon funktionieren. Okay, ich wollte mein ganzes Dorf an der höchsten Stelle bauen. Das, also mein Zuhause, das wird wahrscheinlich irgendwo hier oben sein. Ich glaube, ich brauche die Nachtsicht. Und hier wäre dann quasi mein Abteil. Dann würde ich hier einfach in die Wand den Stone Generator bauen. Oh, nee, oder? Ich habe wirklich gar kein Holz mehr. Okay, Leute, also erstmal eine Nether und Holz holen. Okay, sieht so aus, als hätten wir auch gleichzeitig ein bisschen was zu essen im Nether geholt. Ich meine, 44, oh, das sind noch mehr. So, das Ganze wird jetzt hier am Anfang keinen Schönheitspreis gewinnen. Aber es wird auf jeden Fall seinen Zweck erfüllen. Dann brauche ich jetzt die Spitzhacke Milk Touch. Okay, ja, es funktioniert, es funktioniert. Ich brauche aber noch ein Schild, dass das Wasser hier nicht reinkommt. Kann sein, dass es effizienteres gibt, aber das reicht mir jetzt für den Anfang. Deswegen werde ich mich jetzt hier erstmal ein bisschen AFK hinstellen. Und Steine bauen. Okay, ich war ein bisschen länger AFK als geplant. Oh. Ja, ein bisschen Cobblestone kriegt man auch dabei. Das war jetzt ungefähr die Arbeit von, naja, 13, 14 Minuten. 16 Stacks Stein. Ich glaube, das ist ganz okay. Dann nehme ich mir mal ein wenig Stein. Mache jetzt erstmal grob die Umrisse meiner Plattform. Ich glaube, das ist nicht so schlecht. Das ist hier unsere Plattform. Ein bisschen rund. Hier führt dann irgendwo der Weg runter. Am besten hier so in der Richtung. Und dann hier hinten noch ein bisschen was. Und das reicht dann hoffentlich. Das ist eine große Plattform. Aber ich brauche ja auch ein bisschen Platz. Erstmal brauche ich irgendwo Platz für meine Base, für ein kleines Home. Dann das Lager, die Steinfarm, eine Cobblestone-Farm auch mal, obwohl ich die theoretisch nicht brauche, damit das Ding. Ich baue sie trotzdem mal, falls ich nur Cobblestone brauche. Gut, dann füllen wir das Ganze hier mal auf. Okay, es sieht ein bisschen. Ich glaube, das ist okay. Hier kommt wahrscheinlich mein Home hin. Ein bisschen in die Wand auch rein. Ich glaube, das sollte funktionieren. Dann wird als nächstes direkt der Weg zum Stronghold gebaut. Dafür brauche ich lediglich die exakten Koordinaten. So, genau dort muss ich jetzt hin, wenn ich den Weg runterbauen möchte. Okay, genau hier unten ist das Stronghold. Bauen wir den Weg offen oder bauen wir ihn in der Wand? Ich würde sagen offen. Ich glaube, das sieht cooler aus. Das wird jetzt eine Brücke. Da habe ich eventuell was anderes vor. Und jetzt passt auf, die Idee wäre quasi, dass wir ein bisschen, ich weiß aber nicht, wie das aussieht, das Ganze vielleicht so bauen? Na? In der Mitte dann Slabs. Wie würde das aussehen? Das ist der Moment, wo ich mir wünsche, dass es so querer Slabs geben würde. Also halt quer, aber und das sieht auch nicht gut aus. Ich glaube aber, das ist okay. Machen wir mal es fertig. Wenn ich es kotzen anfange, dann kann ich es ja immer noch entfernen. Okay, ich gebe zu, das sah in meiner Fantasie etwas besser aus, aber es hat doch was.
Ich brauche halt den Platz außen für die Zäune. Aber hier kann ich sie nicht platzieren, weil das sieht doof aus. Yo! Dias und mein Inventar ist voll. Okay, wisst ihr was? Ich brauche die aktuell nicht. Deswegen baue ich die mal mit der Silk Touch ab. Weiß, vielleicht kann ich sie ja irgendwo platzieren. Wieso ist hier ein Huhn? Okay, wahrscheinlich ist ein... Aber das macht keinen Sinn. Ich meine, ein Baby-Zombie oder so wird gespawnt sein und mit einem Huhn wahrscheinlich, aber... Das macht keinen Sinn irgendwie. Weil wo ist der Baby-Zombie? Der kann ja nicht einfach sterben. Der kann ja nicht an Fallschaden oder so drauf gehen. Der ist ja auf dem Huhn drauf. Und ich schätze, das sichert ihn schon mal vom Despawnen, bis wir einen Namen geben können. Zweites werde ich wahrscheinlich nicht finden, aber trotzdem möchte ich das behalten. Okay, das wäre schon mal der Weg. Und dann hätte ich mich jetzt hier runtergebaut. Und dann geht's runter. Bis auf minus 39. Wieso ist hier eine Höhle? Wieso sind hier Dias? Okay, ich schätze, das wäre dann unser Fahrstuhl. Ich habe keinen Seelensand. Nice. Yo, we did it. Jetzt können wir hier runter in den Stronghold. Und hier wieder hoch. Das Ganze muss noch umgebaut werden. Aber das Erste, was ich jetzt erstmal machen möchte, ist, oben ein Lager zu bauen, weil das ist wirklich notwendig. Ja, weil ich kann hier nicht zumachen wegen der Kiste und jetzt fließt hier Wasser raus. Ist nicht so schön. Die spülen mich direkt zu den Zombies rüber. Gut, dann suche ich kurz mein Holz. Oh, da ist es. Jetzt ist die Frage, wo baue ich das hin? Okay. Schätze, das tut's. Dann können wir jetzt damit anfangen, das Lager einzuräumen. Fangen wir mit der Kiste für Holz an. Fertig. Nun, ich hoffe, ihr seid bereit, denn das heißt jetzt für mich, 2 Tage lang hin und her rennen, bis ich die Items alle nach oben geschleppt habe. Das ist es, das Lager ist eingeräumt. Unsere Holzkiste, ja, sehr wenig Holz, da müssen wir uns als Nächstes am besten drum kümmern. Stein, wir haben tatsächlich einiges noch an Deep Slate und noch viel mehr Stein in der Steinkiste da hinten. Unsere Netherkiste, restliche Steinsorten, habe ich jetzt eine extra Kiste gegeben. Erzekiste, wir haben sehr viel Eisen, habe ich gesehen. Dann ein paar Mob-Drops hier einfach drin. Hier haben wir eigentlich die Tools-Kiste, aber guckt euch mal an, was hier für Junk alles drin liegt. 3 Steinschwerter, Steinspitzhacken, Eisentools sind noch okay in einem gewissen Grad. Goldausrüstung? Wieso habe ich das aufgehoben und wieso habe ich es nicht weggeworfen? Es liegt jetzt einfach da drin. Ja, Erde, Sand haben wir nicht viel. Aber mit dem Kies und der Erde können wir immerhin neue Erde machen. Den Sand jedoch, den sollten wir sehr sparsam verwenden, ne? Eine Kiste mit ein bisschen Grünzeug. Wir haben noch ein paar Setzlinge. Die pflanzen wir dann auch gleich an. Nahrung. Eine sonstiges und eine leere Kiste. Dann würde ich sagen, hole ich als Nächstes erstmal die Wölfe hoch. Lass sie eventuell auch schon das erste Mal vermehren. Ich meine, wir haben schon Tag 50 und ich habe noch fast gar nichts. Und da ist er. Okay, das ist die Plattform. Dann hätte ich als Nächstes Deep Slate gebraucht. Und dann dazwischen könnte ich super Fackeln hinmachen. Obwohl ich halt fast schon eher für Glowstone oder so wäre. Okay, ich glaube, ich brauche Glowstone als Nächstes. Ja, definitiv. Und da auch nicht gerade wenig. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, bauen wir erstmal das Nether-Portal nach hier oben um. Damit hätte ich jetzt ganz ehrlich nicht gerechnet. Aber das heißt, es müsste eigentlich funktionieren. Da drüben ist mein altes. Bitte, 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 bitte. Es funktioniert! Okay, das finde ich irgendwie komisch, weil wir nur ein paar Blöcke daneben sind. Eigentlich entsteht da kein neues Portal.
Aber gut, vielleicht hat sich das ja auch irgendwann mal geändert. Ich mach sowas nicht all die Tage. Deswegen immer Federfall, Leute. Gut, bevor ich das Zeug platzieren kann, brauche ich aber erstmal Holz. Das heißt, ich muss jetzt so oder so weiterbauen. Okay, dann geht's hier schon mal runter. Da kommt eine kleine mittlere Plattform hin und dann geht's in die verschiedenen Areale. Das ist zumindest jetzt der Plan. Also wenn wir jetzt hier die zentrale Plattform hinbauen, dann hätte ich gesagt, können wir da drüben, keine Ahnung, irgendwie zwischen den Säulen dort hinten, ne, wahrscheinlich unser Feld bauen. Hier können wir so eine kleine Plantage für die Bäume vielleicht bauen. Aha, na. Umgekehrt. Bäume, Feld und da drüben mehr Platz ist, kommt da das Villagerdorf hin. Okay, genau. Ich muss aber trotzdem einen Weg nach da unten bauen und keine Ahnung, was ich mit dem Dorf dann mache. Ich würde sagen, wir bauen uns erstmal zum Feld Rinder. Einfach hier gerade weg, hätte ich gesagt. Dann hier vielleicht ein paar Kisten an die Wand, so dekorationshalber, ein paar Komposter. Und dann dort hinten das Feld. Okay. Dann würde ich sagen, warte mal, wie viel Platz ist hier? Das wären jetzt 25 Blöcke, wenn ich hier so rübergehe. Ein Problem bleibt, und zwar diese scheiß Ebene. Hier spawnen immer Mobs, die mir dann auf die Nerven gehen, ist das Problem. Schätze, wir werden das einfach ausleuchten. Och, nein. Ich habe keinen Stein mehr. Wie viele Tage hat der jetzt gereicht? 5? Vielleicht soll ich mich einfach hinstellen und mal 5 Tage Stein farmen, wobei das die Kiste nicht aushalten wird, die ist vorher voll. Ja gut, dann würde ich sagen, heißt es Steinfarm. Und ich habe gerade wie ein normaler Mensch eine Minute Pause in diesem Satz gehabt. So, meine Spitzhacke ist jetzt fast kaputt. Das heißt, sie muss dann gleich mal abbrechen. Aber wir haben doch schon wieder eine ordentliche Menge an Stein. Okay, ein bisschen Haltbarkeit hätte sie noch. Ich gehe jetzt erstmal ans End und repariere sie kurz. Und dann bauen wir weiter. Okay, Leute, passt auf, das wird sehr schnell gehen. Da sind... Also... Es hat jetzt eine Minute gedauert, die zu reparieren. Wirklich nice. Also die Farm ist echt sehr, sehr gut. Das wäre dann hier der Platz fürs Feld. Dann müsste es als nächstes darüber gehen. Ich würde jetzt sagen, ich baue jetzt erstmal hier eine Treppe nach unten. Okay, damit hätten wir einen Weg runter Richtung Dorf. Und hier ist wirklich Full House, ey. Das ist ja ein Albtraum. Ich sollte zeitnah damit anfangen, hier alles abzuleuchten. Frage ist natürlich dann nur, wo ich die Laternen hinbaue, aber ich habe schon eine Idee. Ich überlege nur, ob ich eventuell andere Blöcke nehmen soll, da wo die Laternen hinkommen. Ich wüsste aber nicht, welche. Und dann natürlich die wichtigste Frage, Dreier hoch oder Zweier hoch? Ich baue auf der anderen Seite dasselbe, nur Zweier hoch. Ich würde sagen Zweier hoch. Das soll's tun, ja. Ja, sieht doch ganz gut aus. Hier in der Mitte ist Licht Level 6. Das ist zwar wegen niedrig, aber solange keine Mobs spawnen, sollte dies eigentlich so passen. Und ich glaube, beim Feld müssen wir ein bisschen rumspielen, weil wir überall Licht Level 7 oder 8 brauchen, damit das Zeug überhaupt wächst. Das heißt, die müssen wahrscheinlich auch etwas von der Decke hängen lassen. Das sollte aber kein Problem wirklich darstellen. Trotzdem möchte ich ein paar Lampen an der Seite haben. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, ob das so reicht fürs Feld. Wir sehen es dann, wenn es soweit ist. Okay, gut. Dann würde ich als nächstes die Erde platzieren, was sehr nervig sein wird. Und dann muss ich jetzt mit den Kies und der Erde, die ich habe, die einfach so vermehren. Oder ich suche einfach nach einer Erdquelle. Ich könnte auch einfach so machen, das geht auch. Yep, der Kies hat nicht gereicht. Nice. Das heißt, wir brauchen entweder mehr Kies oder mehr Erde. Glücklicherweise ist hier überall Kies. Gut, dann als nächstes der Platz für die Bäume. Also ein Fichtensetzling braucht 5,
mal 5 mal 7 Blöcke Platz zum Wachsen mindestens. Das heißt, die brauchen auf jeden Fall eine etwas höhere Gegend. Und wenn ich hier einen Ausgang baue, sage ich, baue hier so die Mauer. Und hier ist dann der Weg raus. Könnte ich dann nicht einfach sagen, ich baue die Bäume hier an? Weil hier ist noch mehr Platz und so könnten theoretisch auch ein paar größere Setzlinge entstehen. Dann könnte ich hier die Plantage hinbauen für die Bäume. So eine kleine Plattform, die hier weggeht. Hier ist genug Platz. Könnten auch größere Fichten entstehen. Und hier ist dann der Ausgang, dann stört das nicht. Ich weiß nur nicht, wie ich es hier mache. Wahrscheinlich muss ich hier auch eine Mauer bauen, bis hierhin zumindest. Weil sonst können Skelette hier die ganze Zeit rüberschießen. Da drüben kann ich aber dann wieder Zaun verwenden an der anderen Seite. Ich weiß nicht, ob das so reicht mit der Beleuchtung, aber ich glaube, es passt. Spawn tut ja auf jeden Fall nichts. Also der Plan war jetzt von jedem Setzling 4 Stück. Wir haben jedoch nur ein Eich- und Birkensetzling. Das heißt, die müssen wir halt warten, bis die welche droppen und dann halt weiter. Ich würde die Fichtensetzlinge aber auf jeden Fall hier drüben platzieren, weil ich weiß nicht, wie viel Abstand hier ist. Nicht, dass es zu wenig ist. Es ist natürlich jetzt noch die Frage, mit was wir diese Mauer hier bauen, weil ich möchte die am liebsten so schnell wie möglich haben, dass keine Mobs hochrennen können. Ja, dann machen wir halt Andesit draus. Wo auch immer ich jetzt so schnell da rankomme. Hier ist Andesit. Okay, bevor ich jetzt mehr farme, schaue ich erstmal, ob das gut aussieht. Dann ist die Frage, mache ich hier einen Block hin? Oder lasse ich das einfach so übergehen? Und baue dann quasi einfach so das als Andesit-Mauer. Das sieht dann aus wie so eine Steinmauer, weil ich aus Stein ja keine Mauern bauen kann. Und dann sieht es so aus, als hätten wir einfach aus den Steinen eine kleine Mauer gebaut. Die nächste Frage ist dann natürlich, wo das Tor hinkommt. Ich möchte auch eine kleine Redstone-Konstruktion bauen. Und dafür würde ich dann die Fliesen nehmen. Okay, wisst ihr was? Ich spiel mal kurz mit dem Tor rum. Schau, was ich da machen kann. Okay, das geht nicht. Geht halt nicht. Ich sitze hier ewig an der verdammten Tür. Ich habe keine Ahnung von Redstone. Was tue ich hier? Das geht leider nicht. Ich weiß nicht, wie ich das tun soll. Okay, das wird so nichts. Okay, reiß das alles ab. Reiß das alles ab. Ja, das wäre irgendwie unser Tor. Hätte ich jetzt noch genug Mauern, könnte ich das hier alles fertig bauen? Habe ich aber nicht. Ein Grasblock? Habe ich einen Enderman gekillt, irgendwo, der einen Grasblock gehalten hat? Ach, nee, da im Dorf spawnen Grasblöcke. Okay, ich dachte, es wäre Moos, aber anscheinend ist ein Teil Glas. Gras. Das ist nicht so schlecht, so könnten wir ein bisschen Gras ins Dorf bringen. Aber erstmal wird jetzt aufgeräumt. Und danach wird sich Gedanken gemacht, was ich alles für Ressourcen noch brauche, um das Dorf fertig zu bauen. Und die werden dann gefarmt. Stein. Ist auf jeden Fall noch ein wenig da. Werden aber wahrscheinlich nochmal farmen müssen. Dann ganz klar Deep Slate. Eine Mischung vielleicht. Aber was nehme ich dann hier für die Seiten? Weil Tropfsteinblöcke will ich nicht nehmen. Ich möchte solche Häuser in der Art bauen, so Villager-Häuser. Nicht aus denselben Blöcken, aber so vom Aussehen her. Nur möchte ich sie von der Decke hängen lassen und das Dach eventuell unten bauen, habe ich mir überlegt. Falls das funktioniert. Aber ich glaube, es geht. Müsste gehen. Es wird nur nervig zu bauen wahrscheinlich, aber es sollte gehen. Oh, heck, da habe ich das Gefühl, dass ich ein bisschen rumprobieren werde. Aber was geben uns die Höhlen denn alles? Nur diese paar Blöcke hier. Ich würde wirklich sagen, wir arbeiten mit Steinziegeln. Andesit, Deep Slate. Ja, so werden wir es machen. Ich werde jetzt erstmal jede Menge Deep Slate und Andesit farmen und dann sehen wir, wie es weitergeht. Okay, nice. Die Nachtsichttränke sind fertig. Wir können dann los. Aber noch ein kleines Problem. Und zwar scheint der Birkenbaum nicht zu wachsen. Ne? Ich dachte eigentlich, dass es kein Problem wird mit den Blättern, aber irgendwie hat er keinen Bock. Oder ist es vielleicht zu dunkel hier? Gut, aber jetzt erstmal die Ressourcen sammeln. Oh, nice, ist alles voller... was ist das nochmal? Diorit, wie auch immer. Das brauchen wir auf jeden Fall, also... Oh, daneben ist direkt Andesit, nice. Okay, dann haben wir alles schon mal, was ich brauche. Bis auf Deep Slate, aber das gibt's überall unten. Oh, das ist jetzt nervig.
Yo! Dias! Ah, seht ihr? So geht das. Genau so. Okay, da wären wir. Dann räumen wir mal erstmal die Kiste ein. Die Kisten. Ist ja Plural. Okay, dann müssen wir als nächstes noch Deep Slate holen. Und wo kann man Deep Slate besser holen als unten, ne? Hier unten irgendwo einfach in die Mauer reinbauen und Deep Slate holen. Aber wie kommen wir da runter, ist jetzt die Frage. Naja, wir bauen noch einen kleinen Aufzug nach unten, hätte ich gesagt. Einfach. Ja, von wo? Gute Frage, ne? Obwohl hier eigentlich ein super Platz wäre, nach unten zu gehen. Okay, ich werde erstmal in Richtung des Dorfes weiterbauen. Nicht weit. Und dann an der Stelle, wo ich es gerade gezeigt habe, bauen wir uns dann runter. Und dort farmen wir dann unseren Deep Slate. Ich könnte zwar einfach runtergehen, aber... Nee, ich mach das jetzt so. Jetzt ist die Frage natürlich, wie ich hier runterkomme. Ja, Federfall regelt. Warte, das ist wichtig. Ich markiere den Block mit irgendwas. Hier, eine Treppe hier, eine Treppe hier. Jo, nice, das war's schon. Jetzt kann ich hier easy runter. Und easy hoch. Tada! Hier dann noch ein paar Zauntore. Und das wird dann hier unser Ausgang sein. Vielleicht dann noch ein paar Lichtquellen. Aber erstmal brauche ich dafür ein bisschen Holz. Und so wie es aussieht, scheint der Birkenbaum gewachsen zu sein. Okay, ich werde jetzt alles abholzen, da wir aber keinerlei Eichensetzlinge mehr haben. Und auch keinerlei Birkensetzlinge mehr. Deswegen ist es unfassbar wichtig, dass wir einfach alle Setzlinge einsammeln. Okay, wir haben Eiche, wir haben Fichte, wir haben noch keinen Birkensetzling. Vielleicht ist ja was runtergefallen. Nein, wir haben keine Birke. Als ob dieser Baum nicht einen Setzling gedroppt hat. Okay, bevor ich jetzt weitermache. Es ist Zeit, die Kisten zu beschriften. Yep, we did it. Jetzt kann ich endlich lesen, was in den Kisten ist. Und muss nicht mehr ewig suchen. Und jetzt kann ich endlich, wie vorhin angekündigt, Deep Slate farmen. Okay, Deep Slate zu farmen ist wirklich ein sehr langwieriger Prozess. Deswegen gehe ich jetzt erstmal zurück mit den 9 Stacks, die ich habe. Und schaue einfach, wie lang die reichen. Ich baue und wenn ich halt nochmal brauche, dann farme ich halt nochmal. Okay. Wir können keine Fenster nehmen, das ist klar. Wir haben keinen Sand. Außer wir bauen die Dinger mit Behutsamkeit hier ab. Aber ich mag die dunklen Glasscheiben nicht. Deswegen werde ich einfach Eisengitter für die Fenster nehmen. Dafür haben wir auch genug Eisen. Aber trotzdem möchte ich mal gerne ein bisschen was schmelzen. Boah, guckt euch an, wie schnell die das Eisen schmelzen. Gut, dann haben wir fast mittlerweile alles zusammen, um mit dem Bau des Dorfes anzufangen. Doch, ich würde sagen, bevor wir dies tun, möchte ich jetzt hier erstmal diese Teile der Plattform fertig kriegen. Das heißt, ich möchte das Feld anbauen, eventuell das Tor fertig kriegen, hier noch ein wenig Licht hinmachen, die zentrale Plattform hier ein bisschen aufbauen. Und das ist es dann eigentlich, dann könnten wir mit dem Dorf anfangen, außer ich will vorher noch mein Haus bauen, das sehe ich dann. So, sieht doch ganz gut jetzt hier aus. Ein paar Fässer, Strohballen, Komposter. Ja. Und das Feld. Damit würde ich diese Ecke wirklich als fertig ansehen.
Dann gehe ich als nächstes da runter und mache die Türen so fertig. Ja, das ist jetzt irgendwie das Simpleste, was mir eingefallen ist. So geht's auf. Dann können wir raus. So sieht das Ganze von außen aus. Und wenn ich jetzt reingehe, kann ich es dann wieder schließen. Es macht schon Sinn, dass man das nur von innen öffnen kann, weil du willst ja nicht, dass Feinde es außen öffnen können. Im Singleplayer ist es natürlich gerade ein bisschen doof. Aber es funktioniert. Ansonsten hier ein bisschen dekorativ, ein paar Kisten. Hier brauche ich jetzt kein Licht mehr. Dann habe ich hier, da wusste ich einfach nicht, was ich machen soll, habe ich es in die Wand gemacht. Und dann ist hier die Plantage für die Bäume, alles ganz chillig, würde ich sagen. Dann würde zu guter Letzt nur noch meine Plattform fehlen, bevor ich mit dem Bau des Dorfes richtig beginnen kann. Hier kriegen wir vielleicht ein schönes kleines Häuschen hin, wenn ich sobald ich weiß, wie ich es baue. Ich glaube, ich habe aber eine kleine Idee schon. Ich muss nur gucken, wie das aussieht. Ich glaube, es könnte okay sein. Für so ein Cave-Dorf, wenn ich schon nicht so viel zur Verfügung habe, dann passt das schon so. Na, so kann man auch noch ein bisschen Deep Slate natürlich farmen, indem man erstmal sein eigenes Haus baut und dabei halt alles an Deep Slate abbaut, was im Weg ist. Sieht doch ganz angenehm aus, hä? Wait a second. Das muss eins höher. Und dann vorne ein paar Fenster, weil das auch der einzige Ort ist, wo wir Fenster platzieren können. Oh nein, hier kann noch eins hin. Bevor wir hochgehen. Dann ist natürlich die Frage, woraus der Boden besteht. Ich werde dann wahrscheinlich einfach Fichte nehmen. Weil ein anderes Holz habe ich nicht. Und natürlich ein paar Fichtentüren. Oder der Klassiker, wir nehmen Eichenholztüren. Oder da wir nicht viel Birke haben, nehmen wir Birkentüren. Dann machen wir ein paar Eisengitter und das werden unsere Fenster sein. Gibt vielleicht ein bisschen Knast-Feeling. Aber ich habe nichts anderes. Okay, ich schätze immerhin schon mal, dass der Deep Slate für ein bisschen länger jetzt reichen wird. Hab noch ein bisschen was bekommen, als ich meine Base gebaut habe. Ich habe jedoch fast meinen ganzen Andesit aufgebraucht. Ah, schaut's euch an. Meine Wölfe, meine Ofenkammer, ich habe alles hier. Schmelzöfen für Erze, Räucheröfen für Nahrung und normale, falls ich Stein oder so mal schmelzen muss. Das sind unsere Schmiedemeister hier. Der kümmert sich hier um die normalen Öfen. Der um die Nahrung. Komm. Du schmilzt die Erze. Jeder hat seine eigene Aufgabe. Und du bist hier für das Mini-Lager verantwortlich. Dann würde ich als nächstes mein Bett nach oben bringen. Und dann einen Enchanter noch herholen. Noch was Wichtiges gibt es jetzt zu tun, mal kurz. Bam. 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 Bam! Hä? Ist jetzt nichts Krasses in der Wohnung. Erfüllt zum Großteil eigentlich nur ihren Nutzen, dass ich hier enchanten kann. Nicht immer ins End muss, theoretisch, falls ich mal eine Kleinigkeit zu enchanten habe. Ob es dazu kommt, wir werden sehen. Und hier unten habe ich halt meine Öfen alle. Und noch ein kleines Extralager, falls, keine Ahnung, der Steinmann mal die Oberhand gewinnt und alle Kisten voll sind, dann kann ich hier noch etwas reinhauen. Und ansonsten habe ich hier noch eine kleine Eckkammer, wenn man sich hier einfach mal 5 Minuten schämen möchte für das, was man hier eigentlich tut. Also Leute, was sagt ihr zur Plattform? Eine kleine Sitzecke, mein Haus, sieht man von außen jetzt nicht viel, ist zum Großteil alles hier drinnen. Dann das Lager hier, das Netherportal. Hier die Farm dann ein bisschen verschönert, sage ich mal, die Wasserquelle ein bisschen umgebaut. Und dann hier die Sweetberries angebaut. Was sagt ihr zu meinen improvisatorischen kleinen Bäumchen auf dieser zentralen Plattform hier? Schon Legende. Gut, als nächstes brauche ich unfassbar viel Holz. Weil ich muss jetzt die Trapdoors um die Glowstone-Lampen bauen. Aber ich habe eine Idee.
Damit ich viel Holz abstauben kann. Ja, kann ich. Okay, damit hätte ich jetzt fast 4 Stacks Holz. Ich hoffe, dass das erstmal reicht. Und jetzt warte ich, bis der Baum zerfallen ist. Oder wisst ihr was, ich fange schon mal an und komme in ein paar Minuten zurück. So in 2 Minuten, 3 vielleicht. Bevor die Items despawnen. Und sammle die Setzlinge ein. Und dann hätte ich die nämlich so abgedichtet an der Seite. Weil ich finde, das sieht ganz gut aus. Und dann halt auch noch Trapdoors. So Fichten-Trapdoors, meine ich. Die halt einfach, wo man gar nicht durchschauen kann, im Gegensatz zu Eichen-Trapdoors zum Beispiel. Ja, und ich glaube, ihr versteht, warum das viel Holz kostet. Weil ich 4 Trapdoors pro Lampe brauche. Oh, die Setzlinge! Ernsthaft? Ah, hier. Schon besser. Ich lasse das hier erstmal stehen, die Erde. Falls ich später noch mehr Holz brauche. Weil das kostet gerade sehr gut Holz. Okay, das hat lange gedauert. Aber ich habe sogar noch ein ganzes Stack Holz übrig. Das heißt, wenn ich weitere Trapdoors später brauche, was ich spätestens dann brauche, wenn ich das Dorf baue, habe ich erstmal welche. Dann gehören jetzt nur noch jede Menge Mauern platziert, die uns mit der Decke verbinden. Dass quasi das Dorf an der Decke festgemacht wurde. So soll es halt aussehen. Ich schätze, das wird es dann auch tun. Moment, wir gucken uns das mal von oben an. Ich meine, es hat die Stützen jetzt somit. Gut, nice. Damit wäre hier alles fertig. Dann können wir jetzt zum Dorf kommen. Beziehungsweise, wir haben ja nicht viele Villager. Aber ein paar Häuser werde ich schon bauen. Ich muss nur kurz überlegen, wie. Vielleicht so 8 Häuser oder so. Weil ich habe gerade eine Idee für eine Straße bekommen, aber ich glaube, ich brauche erstmal Nachtsicht, weil ich sehe in der Richtung gar nichts mehr. Okay, eine Kleinigkeit gibt es tatsächlich noch zu machen, und zwar hier der Gang. Na gut, damit wäre der Weg hier auch ausgeleuchtet. Jetzt die Frage, soll ich hier noch ein paar Stützen hinbauen? Ja, warum nicht? Okay, jetzt können wir aber uns Richtung Dorf begeben. Hier werden dann ein paar Häuser hinkommen. Ja, dann würde ich den Weg noch ein bisschen expandieren hier. Und dann würde ich auch schon die ersten 2 Häuser mal bauen. So, ich werde jetzt mal versuchen, hier in der Ecke ein Haus zu bauen. Mit einem Abstand von 1 Block. Das heißt, es wird hier Zaun hinkommen. Okay, Moment. Die Häuser der Villager sind innen meist... Lass 4x4 machen. Das heißt, einer Abstand... Dann kommt das Dach nach außen. 1. So. Hier kommt dann der Weg rein. So, hier ist der Eingang. Und hier drin kommt jetzt ein 4x4 großes Haus hin. Klein und kuschelig für unsere Villager. Dann kommt hier der... Ja, warte, das passt so. Doch, doch. Okay, und einer Skala von 1 bis 10, wie sieht's aus? Erstmal fertig bauen. Dann sehen wir weiter. Ich glaube, das sieht wirklich nicht so schlecht aus. Für meine Baukünste auf jeden Fall. Das Ding ist nur, ich könnte nicht direkt mit der Decke anfangen. Ich müsste noch eins mich nach unten bauen. Und dort dann mit dem Bau der Decke anfangen. Und dann müsste ich... Damit. Man braucht mir eine Spitzhacke. Mich hier einmal außenrum bauen.
Denkt ihr, ich muss da drin eine Fackel platzieren, damit da keine Mobs spawnen können und nicht im Haus kommt, da sind Mobs in der Nähe und ich kann nicht schlafen? Ich meine, ich schlafe in der Regel bei mir in der Base, aber was ist, wenn ich es mal eilig habe? Das wäre jetzt unser Haus. War sie falsch rum? Sieht doch ganz lustig aus. Aber okay, das wäre jetzt das erste Haus. Wenn ich jetzt sage, ich möchte hier zwei Häuser haben, hier zwei Häuser. Das wären 4, 5, 6. Und da hinten Brunnen. Ja, damit wäre ich zufrieden. Perfekt. Wir haben ja aktuell 3 Villager am Leben, 2 zombifiziert. Wenn ich die Zombifizierten überhaupt noch dazu komme, sie zu heilen. Ich meine, who knows, ne? Woher kommst du denn? Wahrscheinlich hier gespawnt. Ist sehr dunkel hier. Jetzt habe ich vergessen, was ich wollte. Ja, sieht doch nicht so schlecht aus. Dann wären hier zwei Häuser, hier wird noch ein drittes hinpassen, dasselbe auf der anderen Seite, dann hätte ich 6 Häuser. Das sollte passen, wir haben ja nicht viele Villager aktuell und wir kriegen auch, wenn wir sie vermehren noch sollten, eh mehr rein. Kriegen können ja 2-3 Betten pro Haus bauen, ist ja kein Problem. Die Dächer mache ich jetzt wirklich erst am Schluss, weil das ist nervig. Ah, großartig. Der Andesit ist ausgegangen. Es war ja klar, dass das irgendwann passieren musste. Okay, ich habe jetzt ungefähr 5 Stacks. Ob das reicht, weiß ich nicht. Sehe ich dann, je nachdem, ob ich mir vielleicht noch doch überlege, noch ein Dach mit Andesit-Treppen zu bauen. Aber jetzt lasse ich erstmal und baue erstmal den Rest. Und vor allem erstmal die Lampen. Das wäre, glaube ich, was ganz Gutes. Das mit dem Ableuchten wird doch nicht ganz so leicht. Solange ich die Grundrisse der Häuser nicht habe, weiß ich ja überhaupt nicht, wo ich irgendwas platzieren soll. Okay, damit wird die Seite mal abgeleuchtet. Für die Häuser nehmen wir wahrscheinlich innen Fackeln. Oh, hallo. Weil da kann ich jetzt das Glowstone nicht so schön platzieren wie... Also wie bei mir halt in der Base. Weil dann wird es rausschauen aus dem Haus quasi hier auch raus. Und das will ich nicht. Okay, das sieht ganz gut schon mal aus. Zumindest von der Beleuchtung her. Aber die Gebäude finde ich auch ganz okay. Nur gucken, woraus ich die letzten brauche. Vielleicht sollte ich erstmal nur den Grundriss zimmern der Häuser. So dass ich dann nachher direkt die Lichter platzieren kann. Das ist meine letzte Nachtsicht. Okay, das sind die Grundrahmen jetzt von den Häusern. Dann geht es leicht nach hinten. Dort baue ich einen Brunnen hin. Da habe ich mir auch schon was überlegt. Aber erstmal die Häuser. Ah, ist das geil, wie die Zombies von überall mich sehen und umbringen wollen. Hallo. Ich habe meine Baublöcke gestohlen. Okay, die Häuser, die Grundrisse hier stehen einigermaßen. Damit es nicht so kacke aussieht, werde ich jetzt trotzdem hier zumindest mal eine Stütze nach oben bauen. Ja, da komme ich nicht hoch, ne? Aber am Rest werde ich es wahrscheinlich lassen, weil die mit den Häusern quasi dann schon verbunden sind. Jetzt zu guter Letzt, für die Vollständigkeit halber, fehlt nur noch ein Brunnen fehlt nur noch, genau. Ich werde diesen Weg hier so bis nach vorne ausbauen. Mit Treppen. Aber den Rest lasse ich dann im Dorf, das soll eine normale Strecke sein. Was ich mir überlegt habe für den Brunnen ist, wir lassen Wasser durch die Decke tropfen. Und da unten haben wir einfach so ein kleines Auffangbecken. Nicht groß, einfach 2 Blöcke tief oder so. Das wäre meine Idee jetzt für den Brunnen. Das heißt, wir platzieren einfach hier oben Wasser. Ich sehe nur gerade nichts, ist das Problem. Und hier geht es dann einfach, was weiß ich, einfach so nach unten. Und dann haben wir hier eine schöne Auffangstation. Tada! Das ist es jetzt. Muss nur noch dann Wasser da drüber platzieren und hier die Quelle unten füllen. Und das machen wir am besten direkt jetzt. Danach muss ich nur noch die Berufsblöcke von unten stehlen und die Villager hochholen und natürlich auch die Betten stehlen. Ja, unser Brunnen. Da tropft es jetzt runter. Ich kann den Berufsblock gerade schlecht stehen. Nee, warte doch, kann ich. Ich hole die dann später ab. Oh ja, die Tiere, die ich hier eingesperrt habe, die habe ich jetzt komplett vergessen. Sieht so aus, als ob die dazu verdammt sind, für immer hier unten zu bleiben. Ha, ein Löwenzahn, nice. Damit kann ich das letzte Bett, was ich auch noch brauche, gelb färben.
Okay, die Häuser haben jetzt soweit ihren Inhalt erhalten. Bestehend aus Kiste, Bett und Werkbank. Im zweiten Stockwerk stehen die Berufsblöcke, aber halt auch nicht in jedem und ansonsten ist da oben nicht viel drinnen. Gut. Die Lichter sind alle fertig. Die Einrichtung werde ich erstmal so lassen, wie sie ist. Im zweiten Stockwerk halt. Wenn ich am Schluss noch Zeit habe, dann kann ich mich darum kümmern, aber jetzt lasse ich es erstmal so. Wo sind denn die Berufsblöcke? Ja, das wollte ich nämlich als nächstes machen. Ich wollte die Berufsblöcke holen und dann die Villager hochholen. Jetzt räume ich erstmal auf, weil ich habe sehr viel in der Schalkerkiste rumliegen. Und dann holen wir die Villager. Bis dahin sollte auch wieder Tag sein, weil es gerade Nacht, das sehe ich an meiner Aufnahmezeit. Das Wichtigste ist natürlich, dass wir die Villager sicher nach Hause bringen. Beziehungsweise in ihr neues Haus. Wohin rennt der? Ah. Er hat nur kurz gebraucht. Okay, der erste ist in meiner Basis drin. Das ist schon mal toll. Yo. Nice. Der erste ist sicher in seinem neuen Zuhause. Und hier drin ist es auch sicher. Hier ist jetzt alles ausgeleuchtet. Gut, dann kommen wir jetzt zum zweiten. Der ist ein wenig weiter weg. Gut, damit sind die Villager alle drei hier im Dorf. Was überraschend schnell ging, muss ich sagen. Wodurch es jetzt nur noch ein was zu tun gibt und darauf habe ich wirklich gar keinen Bock. bevor ich weitermache, wie viele Netherwarzen habe ich noch? Wir brauchen nicht viele, also pflanze jetzt einfach nur so 6 Stück oder so an. So, das sind die Netherwarzen und jetzt können wir uns bei den restlichen 2 nochmal neue Nachtsichttränke machen. Und dann kann ich das Dach bauen, beziehungsweise die Dächer. Es sind ja 5 Stück, die ich bauen muss noch. Ja, daran hätte ich irgendwie denken müssen, ne? Die Schalkerkiste. Der stärkste Mob in Minecraft. So, ich schätze, wir können jetzt anfangen. Indem wir einfach, wie vorhin, hier Treppen platzieren. Das wird ein bisschen dauern. Let's go. Das war's. Das war übrigens auch das letzte Dach. Beziehungsweise der letzte Boden. Es sind halt kopfstehende Häuser, ne? So, ich hoffe, die Villager sind alle noch am Leben. Ich nehm's mal aber an. Denn mit den Fertigstellen der Dächer gibt es noch ein letztes Problem, um das wir uns kümmern müssen. Und zwar, die Dächer an sich sind nicht ausgeleuchtet. Ist es hier hinten? Ist es gar nicht so dunkel, kann das sein? Hier hinten ist es nicht so dunkel, dass Mobs spawnen können. Dafür müsste es nämlich absolut schwarz sein. Das habe ich ja so eingestellt, dass bei Lichtlevel 0 absolute Schwärze herrscht. Okay, aber keine Sorge, Leute. Ich weiß schon, wie wir das klären können. Ja, es sieht jetzt vielleicht ein bisschen doof aus, aber so ist es halt. Und hier sollte jetzt nichts mehr hochkommen können. Damit ist das Villager-Dorf hier fertig. Und da ich noch Zeit habe, bis Tag 80 habe ich mir jetzt die letzte Deadline hier gesetzt. Werde ich jetzt noch die Häuser einrichten. Ja, sieht komisch aus, aber ich habe keinen Teppich leider. Und ihr steht super praktisch im Weg. Na, da wollte ich ja gerade bauen. Ihr kriegt ein paar Tische. Ey, ihr kriegt die kostenlos. Ich habe euch aus dem Untergang gerettet. Ihr werdet im Dorf draufgegangen. Gut, ich habe euch mehrere Tage lang eingesperrt. Aber jetzt seid ihr frei. Was ist denn hier los? Gruppentreffen oder was? Was wir jetzt zu guter Letzt noch machen ist, wir gehen ins Dorf, schauen, ob da irgendwo eine Glocke ist. Dann, falls ja, bauen wir die ins Dorf um. Was aber viel wichtiger ist, wir gehen runter, stehlen denen ihr gesamtes Heu, machen daraus Brot und geben alles den Villagern. Und da ist die Glocke. So vermehren die sich nämlich. Falsche Spitzhacke. So können die sich nämlich vermehren und haben eine Glocke, wo sie sich treffen können. Okay, das mit den Heuballen war ein voller Griff ins Klo. Ich habe 14 Stück. Aber egal, wir gehen einfach zum Feld, ernten unsere Karotten ab und geben die den Villagern.
Nicht so viel, wie ich gehofft habe. Aber mit der Menge an Brot und der Menge an Karotten sollten sie, glaube ich, erstmal eine Weile versorgt sein. Es sind ja, wir haben ja, wie viele Betten haben wir denn im Dorf? Wir haben 8 Betten im Dorf und 3 Villager. Also ich glaube, für 5 Kinder kostet es nicht so viel, um die alle zu füllen. Gott, und damit haben alle jetzt 29 Karotten und 14 Brot. Mal gucken, für was das ausreicht. Und eine Glocke kriegen sie jetzt auch noch. Ich weiß nicht, ob der Eisengolem hier vorbeikommt, wenn ich sie hier platziere, das Nussding. Ich habe nirgendwo Platz für eine Glocke gelassen. Okay, dann platzieren wir sie einfach hier an der Mauer. Ihr könnt sie dann nicht abhauen. Du sahst aber nicht immer so aus. Schon besser, okay. Wie es aussieht, musste das Resource Pack nur ganz oben sein. Ja, unser nordischer Gott ist jetzt auch hier. Ich hoffe, dass die sich zeitnah vermehren, dass wir ein schönes, gefülltes, kleines Dörfchen hier haben. Hier sollte nichts spawnen, nichts hochkommen. Die Villager müssten hier sicher sein. Sollte doch mal was hochkommen, haben wir hier einen Eisengolem. Kommst du hier, kannst du hier durchlaufen, ne? Genau, das ist ihr Dorf. Dann haben wir quasi hier unsere zentrale Plattform. Hier geht's runter zu unserer Baumplantage, wo wir keine Birkeleiter mehr haben. ist leider so. Unser Tor, raus. Unser Fell, die Villager haben leider keins, weil ich weiß genau, wie sie sonst am Schluss nur noch Weizen anbauen würden. Ich kenne die, die bevorzugen Weizen da nämlich. Dann hier hinten natürlich das Dorf, das mit anstrengendste, vor allem die Dächer waren ein bisschen nervig. Vor allem, wenn man bedenkt, dass man sie nicht wirklich sieht. Und dann natürlich noch das Beste. Meinen Teil der Plattform. Bam. Jo, ich werde wahrscheinlich, wenn ich die infizierten Villager endlich mal heile, nach über 80 Tagen, wahrscheinlich heile ich die erst an Tag 90 oder so, werde ich sie wahrscheinlich bei mir leben lassen. Das sind nämlich zwei ganz besondere. Und zwar habe ich die ganze Zeit mit mir rumgeschleppt und die sitzen jetzt seit Ewigkeiten schon im Stronghold. Ich werde jetzt gleich am Ende noch ein paar Videoausschnitte einblenden, vom Spectator, wie das Ganze dann aussieht. Ja, ich würde auch sagen, damit sind wir am Ende dieses Parts angekommen, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Zeigt es mir mit einem Abo, wenn ihr mehr sehen wollt oder keine Videos mehr verpassen wollt, wie man es eigentlich sagt. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part an Tag 80 wieder. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.